Herzlich willkommen im Puma-Käfig. Heute geht es wieder um Teenager, um Pubertät und um ein sehr brisantes Thema, ein sehr wichtiges Thema, das Thema Schule. Für uns wichtig, für uns Eltern, allerdings nicht für die Teenager. Die haben andere Sachen im Kopf. Sich selbst, Kumpels, Partys, Styling ist überlebenswichtig, aber Schule eben nicht. Man sollte zunächst mal an seine eigene Pubertät denken. Stand da Schule immer an erster Stelle? Nee, ich denke, das war nicht der Fall. Trotzdem gibt's gute Nachrichten. Ja, so ab der 10. Klasse pegeln sich die Teenager so langsam wieder ein. 7., 8. ist oft schwierig, haben oft keinen Bock, weil sie halt eben an diese anderen Dinge denken. Aber ab der 10. geht's oft los. Und diesen Startknopf, den bedienen unsere Teenager, nicht wir. Die sagen so: Jetzt geht's rund, jetzt weiß ich ungefähr Bescheid, jetzt pegel ich mich so langsam wieder ein. Und noch eine gute Nachricht: Schulabschlüsse kann man alle nachholen. Man muss seinen Traumberuf nicht in der 8. Klasse finden. Das geht später auch noch. Und das machen sie oft. Mit Fachabi gehen nochmal studieren. Also oft finden Leute ihren Traumberuf erst Jahre später. Da sollte man auch einigermaßen entspannt sein. Das ist man oft nicht. Oft macht man sich Vorwürfe, man macht sich die Nerven kaputt, man kommt nicht an seinen Teenager ran. Bitte auf Augenhöhe, ohne Druck mit eurem Teenager reden, ins Gespräch kommen, an schönen Orten, beim Eisessen zum Beispiel. Ruhig mal ganz normal darüber quatschen, auch ruhig mal fragen, warum bist du gerade so lustlos in der Schule? Man bekommt oft überraschende Antworten. Also ruhig einigermaßen positiv an die Sache rangehen, Verständnis zeigen, auch wenn es die Situation gerade nicht hergibt. Wenn man Druck macht, wenn man Handys abnimmt, noch und nöcher, das wird nichts bringen. Der Graben wird dann immer nur noch größer zwischen Eltern und Teenager. Wir wollen festhalten, macht euch nicht so einen Kopf, das ist bei dem Thema Schule immer leicht gesagt. Aber bedenkt bitte, den Startknopf, den drücken die. Es liegt irgendwann in ihrer Verantwortung, dieses Schulding zu wuppen. Es ist ihre Zukunft. Und die Schule hat für uns eine sehr hohe Bedeutung, aber für unseren Teenager gerade nicht. Und das müssen wir erkennen lernen. Trotzdem weiterhin im Gespräch bleiben und Hilfe auf jeden Fall anbieten. Ja, das Thema Schule ist eines von vielen Themen in der Pubertät. Wir ziehen sie uns alle rein. Hoffe ich zumindest, die sind nämlich doch zu sehen in diesen Videos. Viele Fragen, viele Antworten biete ich. Und hoffe, ihr seid dabei. Und wir sehen uns da. Euer Matthias.